Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Vizebeast Horizons Daybreaker, so rum ist es nämlich richtig, mit dem lieben Cerberus zusammen. Hallo. Und wir haben uns mal die Mods, diesen Immersive Engineering drauf gemacht, für die Windräder und so. Genau. Und dafür müssen wir jetzt erstmal ein bisschen farmen gehen. Wir brauchen, was wollten wir holen? Genau, wir brauchen Bücher. Ach, da wollten wir ins Dorf. Genau, ins Dorf. Da machen wir ein bisschen Clay und Sand. Ist das wieder dunkel, oder? Ich habe ja ein bisschen Angst im Dunkeln. Warte. Ja, die Sonne steht gerade genau am Zenit oben. Dann mal Gas. Attacke! Aber ich meine, da müssen ja Bücher sein eigentlich. Im Dorf. Ja, eigentlich schon. Müsste. Oh, da ist direkt so ein Jutsu-Baum. Oh. Den nehme ich mal mit. Boah, die Spalte. Boah. Hab ich jetzt fast reingesegelt. Oh, das wäre jetzt gewesen. Erstmal schön in die Spalte reinfliegen. Aber hier gibt's. Oh, da gibt's Eisen. Ich komme gleich wieder. Hier ist Eisen. Das kann man noch nicht liegen lassen. Nee, Eisen ist immer gut. So? Ich sehe schon, wir kommen im Dorf an und es wird dunkel. Achso, da Tritanium, da brauchen wir eigentlich noch nicht. Jetzt müssen wir mal wieder hier hochkommen. Warte. Erstmal ein paar Kühe schubsen. Also, gibt einen Erfolg. Nee, den habe ich schon. Kuhschubser. Kuhschubser, genau. Ich sehe, glaube ich, Kautipper, ne? Das ist doch Kuhschubser, ja, glaube ich. Hier eine Höhle? Oh, weiß ich nicht. Da ist ein Vieh. Weg hier. So, jetzt heißt es nur ein Ding hier finden. Ja, da war ich gerade schon drin. Ja, ich brauche mal die Öfen ab hier. So. Lava. Achso, ja, die habe ich abgebaut. Vorhin auf die Schnelle in der Durchreise hier. Müssen wir noch ein Haus finden, wo Bücher drin sind. Schon eins gefunden? Nein. Ich auch nicht. Das ist natürlich ungünstig, wenn da keins ist. Weil da müssten wir Kühe töten, damit wir Leder kriegen. Ja, das habe ich ja schon. Leder? Aber wir brauchen noch. Ja, Leder habe ich schon. Ja gut, Papier wäre nicht das Problem. Die Sugarcane wachsen schon. Mach jetzt noch ein bisschen Weed, dann nehmen wir mal mit. Ich habe da noch Sugarcane gefunden. Was denn? Hey, hey, hey! Alte Furie. Hast du Spaß? Etwas, ja. War eigentlich oben in der Kirche. Das ist doch so ein Spring, oder wie die hießen jetzt. Oben in der Kirche ist doch sonst. Hey, gab's da eine Kiste? Ich weiß es gar nicht mehr. Warum baut sich bei mir gerade nichts auf? Okay. Oh nein, nicht schon wieder. What a stench! Ja. Ich finde die Dinger ja so schon geil, ne? Poop-Party, und da geht er ab. Hier gibt's echt keine Bücher, wa? Da rastet, ne? Ich finde auch keins. Da rastet er aus. Da rastet er aus. Ah, da fällt mir gerade was ein. Man könnte. Ich hab noch keinen. Cool. Mal handeln werden wir noch nicht können, ne? Ich höre wieder komische Geräusche hier. Wie immer. Wie immer. Nichts Neues. Jetzt habe ich es aber auch gehört. Ja, eben. Okay, den Baum kann man nicht mit Venmalen mal abbauen. Okay, dann baue ich ihn halt normal ab. Auch gut. Oldschool halt. Ja, dieser Jutsu-Baum, ne? Ist das gewesen. Kann man die essen? Das ist eine gute Frage. Ich gucke gerade. Aber die bringen bestimmt nicht viel. Kann man natürlich nicht. Aber. Ach, damit kann man mit dem Food-Prozessor. Food-Prozessor. Oben schwebt ein Grabstein. Könnte das deiner sein? Man könnte aber auch einen Jutsu Moose Cake bauen. Mit Sugar und Ei und Milch. Da könnte man Kuchen draus machen. Nicht schlecht. Aber Eier ist auch so ein Ding. Ja, ich habe noch keinen Huhn gesehen. Irgendwie. Eben, genau deswegen. Was ist denn das? Ich auch nicht. Hemp? Ist das nicht dasselbe wie... Hemp kannst du auch benutzen für Papier. Du brauchst aber auch drei Stück von. Ich habe nur eins gefunden. Ich habe auch nur eins. Also haben wir schon zwei. Und ich glaube, eins ist sogar noch eine Kiste. Brauchen wir nur noch ein Leder. Der Leder ist auch in der Kiste. Ah, dann könnte halt sogar reichen. Na ja, in Pferde und sonst. Geh mal eine Seite. Fury, geh mal eine Seite. Oh nein, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. Schnell weg. Ehrlich? Oh, schnell zurück, schnell zurück. Schnell in die Behausung.
schnell noch was essen, falls ich mich rennen kann. Falls was passiert. Oh, Forrest, lauf. Schnell, schnell, schnell. Ist der Tee schon gewachsen? Nein, ist er nicht. Mein Gott, wie man Schiss haben kann, dass es dunkel wird, wa? Ja gut, hier ist klar. Hier hab ich grundsätzlich Schiss. Ja, eins ist hier noch tatsächlich der Wendel. Ich bin den falschen Berg hochgerannt. Oh nein, oh nein. Rettet ihn. Rettet ihn, ich mach schnell die Tür zu. Da kommt er. Ich versuch's. Leder, hast du gesagt, ist hier drin. Dann machen wir das und das. Und sicher, dass hier Leder drin ist? Na klar. Warte. Na klar. Ja? Jetzt. Wo? Ach da. dann gib mal das Hemd noch. Das eine. Hier. Aber irgendwie wäre wenig Platz. Hä? Was denn? Ach, damit, ey, cool, da gibt es sogar Seeds davon. Man wird sich fragen natürlich, ob wir die jetzt echt schon verkraften sollen. Ich würde eher sagen, wir sollten die anpflanzen. Komm, wir legen uns erstmal hin. Weil dann gehe ich, ja, dann nehmen wir doch lieber die, nehme ich doch lieber die Sugarcans, die draußen wachsen. Stimmt. Wenn wir die so anpflanzen können. Genau. Nochmal. Weil da sind mir schon drei gewachsen von den Sugarcans. Jetzt kommt wieder so ein Kackviech. Oh nein! Ich habe eine ganze Armada hinter mir her. Von den Wasserviechern. Und ein Vogel. Ach, und ein Vogel auch noch. Schön unter dem Baum. Haha, guckst du blöd, wa? Scheiß Vogel. Hau ab! Hey, hey! Hä? Hilfe? Ja. Wie Hilfe? Der hat mich versucht, aus dem Baum rauszuziehen. Ging aber nicht. Haha, und jetzt bist du tot, Kackvogel. Hast du davon? Oh, der hat Federn gelockt mit dir. Ach, da kommen die Wasserviecher. Ja, hier. Nimm das Schwert. Nimm die Prügel. Ich häng fest. Lass mich raus hier. Lass mich raus, danke. So, alles nur wegen darf ich jetzt mal? Danke. Mist, ich wollte einen Eimer mitnehmen. Ah, pflanzen wir die nämlich auch direkt hier alles, ne? Jetzt hätte ich nämlich jetzt Wasser mit hochgenommen. Ja, können wir gleich immer noch machen. So, wichtig ist jetzt erstmal, jetzt bauen wir uns erstmal dieses Buch. Da ist schon wieder so ein Kackvogel hier. Kaputt. Was kaputt schlagen wir? So, dann machen wir uns das Buch jetzt mal. So. Dann haben wir nämlich das Buch auch. Jetzt brauchen wir noch einen Schalter dafür. So, was haben wir denn hier? Dann haben wir das ein bisschen Fleisch. Engineering's Manual. Da ist es doch. Geh mal gucken, was ich noch an Rohstoffen finde. So, Power. Power brauchen wir noch nicht. Wir brauchen erstmal den Coke Oven. So, da brauchen wir nämlich 27 Blöcke insgesamt. Das ist 28. Das sind 14 Mal brauchen wir dieses Rezept. Das heißt, wir brauchen 14 Mal 8 Clay. Wow. Oh, hier unten ist richtig Party. 14 mal 8 Clay ist eine Menge. Ja. Könnte man so sagen. So, dann gehe ich mal Clay besorgen. Was habe ich denn hier? Tritanium-Ohr. Was, für was war das gut? Weiß ich nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Meta Overdrive ist das, glaube ich, ne? Da heißt der Mod, glaube ich. Ja. Ja, das weiß ich noch nicht. So genau kenne ich den Mod dann auch noch nicht. Hier sind viele Mods drin, die ich selber auch noch nicht kenne, muss ich sagen. Oh, hier ist so ein Creeper mit 5 Köpfen und so. Und der ist voll schnell. Ein Hydra-Keeper, ja, ich hab's gehört. Oh. Ich hab ihn gehört. Hat der Bums gemacht? Ja. Ja. Ah, ich hab ja schon 27 Clay. Geht ja doch. Geht ja relativ fix. Ja, wir haben direkt vor der Tür richtig viel Clay, das ist gut. Gefällt mir. War nicht so viel hier rumsuchen. Boah, was hier los ist. Ne? Was hier für eine Fete wieder ist. Ich hab Enderman noch geguckt. Ups.
Obwohl die Viecher, die am meisten Schaden machen bei Minecraft, das ist ja... Okay, bei Vanilla muss man jetzt dazu sagen, natürlich. Das sind ja Zombie-Pigmen. Die machen sogar mehr Schaden als der Weser. Wusste ich auch nämlich noch nicht. Habe ich letztes Mal gesehen. Haben sie so einen Vergleich gemacht. Was? Dass der Weser am meisten Schaden macht? Dass Zombie-Pigmen mehr Schaden macht als ein Weser. Okay. Also direkt Schaden. Jetzt mal von dem Wizard jetzt abgesehen, von dem Wizard-Effekt. Direkt Schaden, also mit einem Schlag oder so, macht der Wizard mehr Schaden. Der Pigman. Auch nicht schlecht. Weil der macht irgendwie 5 Herzen Schaden und der Wizard nur 4,5 oder so, irgendwie sowas. Ja. Also Sachen, die man. Hast du die blaue Kacke in dem hier geschossen hier? Ich? Ne, hier der. Warte, ich hier bin artig hier am Stümper da oben. Hier, kriegst du Prügel. Hier, komm aus deinem Wasserloch raus, Stümper. Ja, komm ruhig. Altes Wasserviech, du, hier. Weg mit dir. Echt. Schießt hier blaues Zeug auf mich, geht ja gar nicht. Jo. Die machen dich nass. Okay, Jump'n'Run-Skills von mir also auch ganz hoch. Muss ich sagen. Ich bin den Berg jetzt mal kurz wieder runtergefallen. Kohle brauchen wir definitiv auch noch, ne? Ja. Ich muss ja auch sagen, ich habe noch nie ein Jump'n'Run-Map gespielt von Minecraft, muss ich sagen. Und gibt ja davon eigentlich... ja, da ist schon wieder so ein scheiß Bergmonster hier. Haben wir überhaupt irgendwie Kohle noch? Ja, da ist noch ein bisschen was. Ich könnte ein bisschen Charcoal schon mal machen noch. Machen wir mal ein bisschen. Ich gehe mal noch ein bisschen Holz holen, würde ich sagen. Bringe ja. Eisen dann mit noch und Tin und... Ja, ich könnte noch ein bisschen Holz hacken. Aber eigentlich bin ich auf der Suche nach was anderem. Silicon Ohr nicht, nein. Das nicht. Ich nehme mich trotzdem mit. Das ist klar. Der Tee ist noch nicht gewachsen, natürlich nicht. Tee gibt es noch nicht. Kaffee wäre geil. Na, ja, das steht fest. Hä? Das mache ich dann. Leckt das gerade? Ne. Warum gehen denn auch jetzt? Warum geht denn hier dann Dinge nicht weg? Ist mein Vane-Miner schon wieder aus? Was ist denn los hier? Wie viel Clay brauchst du? Ich hab Clay. Hab ich genug. Weil ich hier unten auch gerade was hab. Gefunden. Hä, ist mein Vane-Miner wieder aus? Geht das immer wieder aus oder was? Nee, das funktioniert glaube ich mit der Dings nicht. Mit der Zertus. Nicht Zertus. Mit der Nether-Axt funktioniert das nicht. Nee, ich war aus. Ich hab eine Eisenaxt. Jetzt geht's wieder. Geht doch. Oh, bei mir nicht. Ja, ich hab einen Hand. Oh, der Epo mit der Eisenaxt. Ein Schlag für tot war er. Geil. Weil ich kein. Ja, ich müsste mir auch eine Eisen machen, dann könnte ich das. Ja, ich hatte die ja vorhin gefunden. Da hatte ich diese Werkkatze umgehauen. Da hast du ja so eine Eisenbox gekriegt, da war die drin. Fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, dann wollen wir noch ein paar Bäumchen pflanzen hier. Müssen wir einen Wald hier haben. Geht ja gar nicht. Sonst. Stimmt. Weil wir brauchen immer mal wieder Holz, das ist ja immer so. Gedacht, das wäre Kohle, aber war es nur Silikon. Oh Mist, hier geht's gar nicht weiter runter. Das ist jetzt aber ein bisschen deprimierend. Ich wollte uns ein bisschen Lapis besorgen. Wieso geht da nicht weiter runter, hä? Naja, die Höhle. Ach so. Die Höhle. Hier vielleicht? Ach ja, da war ja was ausleuchten. Besser ist es. Der Schatten greift mich an. So, dann wollen wir schon mal ein bisschen Clay brennen. Weil ich brauche Bricks. Ja. Und dann geht's los mit dem Coke Oven. Wo brauchen wir denn überhaupt hin? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch noch nicht. Besten irgendwo in die Wand. Mhm. Der 9x9 oder was, ne? 3x3 ist, ja. 3x3x3. Also 9 Blöcke insgesamt. Achso, so war das. 27 sind es so. 27 Blöcke insgesamt, aber 3x3x3 ist ja. Ich glaube, ich baue den hier in die Wand. Das reicht ja.
So, Kohle habe ich ein bisschen So, da rein kommt der jetzt. Das machen wir hier nämlich zu. Oh. Ja, schon wieder einer mit 120 Leben. Mann. Ich mich jedes Mal wieder erschrecke, ne? Seht. Ach du meine Güte, hier geht er da noch tiefer runter. Krasser Shit. Kommst du gerade nach unten? Ja. Was ist er denn wieder hier? Ja, Prügel gibt's. Kacki. Ich hab schon wieder eine neue Freundin gefunden. So, hier. So, Penner. Oh. Kohle! Jetzt ist die Frage, machen wir aus Osmium jetzt erstmal Maschinen oder machen wir uns davon erstmal ein Schwert? Wir brauchen auf jeden Fall Maschinen. Dann. Sobald wir die Dingens haben. Die Windmühle. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir auf jeden Fall zur Erzverdopplung kommen erstmal. Dass wir da hinkommen. Okay. So, ein bisschen Kupfer mitnehmen. Kupfer brauchen wir auch. Was? Wie Pitch Black? Ziele eine Pitch Black. So. Kennst du den Film Pitch Black? Ja. Sehr schöner, sehr guter Film. Ja. War ja, glaube ich, sogar ein, war das nicht sogar der erste mit dem Vin, war das nicht der erste mit dem Vin Diesel sogar? Ich glaube ja, ne? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist es ja die Vorgeschichte von Riddick. Ja, sicher. Nee, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist Riddick die Vorgeschichte von Pitch Black, ne? Aber Pitch ja. Black gab es vorher. Ja, ja. Aber ich meine, das ist, glaube ich, der erste. Ich meine, das ist der Film, womit der bekannt wurde auch. Schon wieder also, hier so einen komischen Creeperhund. Also ich kann auf jeden Fall, war das der Film, der, wo der bekannt wurde, der Vin Diesel. Das kann gut sein. Weil vorher kannte ich den auch nicht, als Schauspieler. Muss ich sagen. Oh, Lava-Viecher. Tach. Schnell mal weggehen. Wie heißt der da hinten so rumzappen? Au, au. Uncool, uncool, uncool. Bist du denn? In der Höhle. Wow. Unter dir wahrscheinlich, oder über dir? Warte mal, ich guck. Ich versuch dich gerade zu orten. Aber hier sind so viele Namen. Ich glaube, ich bin über dir. Da sind sie. Die meine ich. Jetzt sehen meine Zuschauer auch hier. Die Viecher hier. Wenn man nämlich Erze abbaut, können die auftauchen, die Kackviecher. So, 20 Super. Kohle habe ich schon. 21 Kohle. Hm, da nein. Bist du. Tatsächlich noch über mir. Ja, ich hatte hier noch ein Stück von der Höhle gefunden. Dort geht ja nämlich noch weiter. Ja, ich wollte eigentlich gedacht, auf Lapis höher, aber irgendwie. Habe ich mir gedacht, ich gehe mal hier ein bisschen weiter und gucken, was hier so gibt. Ein bisschen mitfarmen. Weil wir brauchen ja echt richtig viel Zeug. Jetzt bin ich ein wenig raus. Wo war denn jetzt unser Zuhause? Ja, da frage ich mich auch gleich. Ich habe mich gefunden. Warte mal ab, das frage ich mich auch gleich. So, da ist noch ein bisschen Kopper, dann nehmen wir auch noch mit. Ach, da bist du doch. Tach! Tach! Und? Gefunden habe ich dich. Oh, läuft. Ja, schön. Nicht so. Geht, also schon gut was gesammelt eigentlich. Ja, ich suche jetzt den Ausgang. Ne, da bin ich hergekommen. Hier war ich doch auch schon mal irgendwie so. Kohle, Aluminiumohr, nehmen wir auch noch mit. Alles einsacken. Zing. Bin ich von da oben gekommen? Ich höre schon wieder irgendwas. Ich gehe wieder. Meine von hier sind vorgekommen. Ich gehe wieder, da höre ich irgendwas. Ah, da haben wir noch ein bisschen Kohle. Ich höre einen Gast? Nein, du hörst keinen Gast. Erinner dich. Ach, das ist das wieder dieser Isaac? Ja. Oh nein, die gibt's auch? Boah, ich hoffe das. Ja. Nee, komm. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Auf den. Auf dem habe ich echt jetzt keinen Bock. Isaac. Nee, nee, der kann da auch bleiben, wo er am Jammern ist. Ich finde den Ausgang nicht. Uah, hier ist Lava. Samt Lava-Viecher. Ja, die genau die meinte, die genau die wandert gerade, wo ich gesagt habe, Hilfe. Dieses Tritanium, das können wir auf jeden Fall abbauen, wenn wir es brauchen. Ich weiß auf jeden Fall, was ich mache, wenn ich den Ausgang gefunden habe.
Was denn? Ein Waypoint. Achso. Ah, ich habe ihn gefunden. Jo. Aber jetzt machen wir mal den ganzen Tod. Folge dem mal unter. Ich folge dem unauffällig. Ist schon wieder dunkel. Ja, wie immer. So, warte mal. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle, alles was hab ich denn hier? Gesammelt. Erstmal alles wegmachen hier. Die ganzen Todespunkte. So, ich kann auf jeden Fall schon mal ein paar Teile bauen. So, Sandstone haben wir auch gehabt irgendwo. Da sind 4. Da sind nochmal 18. Oh. So, den Clay hatte ich dunkel. Da. Ja, sehe ich. Sehe ich. Guck mal, 16 Dinge habe ich schon. Kannst du mal sehen. Erstmal ausschlafen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ich sehe schon, du nicht. Doch, ich komme sofort. Ich mache ja schon. Ich wollte nur schon mal die Blöcke dahin bauen. Achso, die Idee, die du schon hast. Genau. Jetzt muss ich gleich nur gucken, wie das nochmal ging mit dem. Mit was du da draufklicken musst. Right-Clicks. Ein Hammer. Mit dem Hammer, alles klar. Dafür brauchen wir einen String. Haben wir schon einen String? Na, nee, nicht so meinst du. Das ist aber sehr uncool jetzt. Wie kriegt man denn hier einen String? Ich gucke. Spinnfäden? Haben wir das? Ach, mit dem Hemd. Mit dem Hemd geht das auch. Cool. Und mit Wolle geht das. Ja, mit Wolle ist klar. Silk. Ja, ja, da brauchst du aber diesen komischen Grater hier, diesen Rubbler. Ach ja, ja, da war ja was. Wie soll man das Buch eigentlich... Hemd. Hast du das zweimal gemacht? Ne, einmal. Ach, hast du wieder in die Kiste gepackt? Ja, ja. Genau. Das ist natürlich jetzt schlecht. Haben wir irgendwo eine Spinne in der Nähe? Vögel. Oh, du kannst ja Backpack machen. Noch mehr Vögel. Small Backpack. Jetzt natürlich die Frage, wächst das Hemd da draußen? Das ist eine Sache. Oder ich hole einfach... Ach, guck an, Traveler Backpack. Dieses Kackzeug. Da brauchst du Iron Bars. Medium. Verdammt. Hätten wir mal die Iron Bars aus der Schmiede, aus dem Dorf abgebaut. Ja. Genau 2 Stück brauchst du nämlich für das Ding. Haben wir Leder noch? Ach, dann baue ich einfach welche. So, Punkt. Bisschen Leder haben wir. Ja, 3 Leder haben wir noch, ja. Wie brauchte ich noch mal? Was habe ich denn gesagt? Eine Wolle und Sticks. Stickies, Stickies, Stickies. Was haben wir denn nein, hier nicht so? Die Wolle. Large, da brauchen wir 4 Leder. Das. Ich habe da 3 Reibbrett gebaut. Jetzt brauche ich noch Wolle. Genau, eine Schere. Gib mir eine Schere. Da brauchen wir die Dinge jetzt ja nicht klatschen. Dann kann ich hier besser so scheren. Stimmt. Aber ich brauche... wir brauchen Holz. Schon wieder? Ja, stimmt. Ich habe aus dem ganzen Holz gerade Dingens gemacht. Kohle. Aua. Ich höre da schon wieder ein Blubberviech hier irgendwo. Ich hol's unser Wald wieder. Wächst das eigentlich auch so? Ne. Oh, da ist schon wieder so ein Wasservieh, ne? Ach guck mal, hier sind 2 Schafe eingesperrt, ne? Die wollen nochmal. Warum haben wir hier keine großen Bäume? Was soll denn das? Mit die Wolle, ja, danke. Kackschaf, du. So, soll erstmal reichen. Für Strings reicht das. Ja, schön. Schön runtergefallen. Boah, was ist denn? Hier sind Piranhas. Ne, die, mit denen habe ich auch schlechte Erfahrung. Ne? Ja. Auch so Mistviecher. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Dann nehmen wir uns das Reibbrett hier mit Wolle. Machen uns ein paar Strings, sehr gut. So, und der Hammer, der wurde doch irgendwie. Hammer. Sub-Zero. Mein Gott, hab ich jetzt erschrocken. Wer friert? Hab ich mich jetzt erschrocken, ey. So, 2 Iron.
Ein Stick. Zwei Sticks. Haben wir jetzt echt kein Holz mehr. Ganz schön frech. Jetzt, ach hier, so ein Frieser, komische Friech hier. Hast du einen so einen gefunden, oder was? Ja, ich habe auch einen getötet. Ja, und Sub-Zero ist over. Gewonnen habe ich nicht. It's over. Ich weiß auch nicht, wofür das ist. Das ist immer so ein Ding. Keine Ahnung. Wo habe ich jetzt den ganzen Sandstone hingepackt? Da. Den Clay, danke. So, dann brauchen wir noch den Coke-Oven. Coke-Oven? Oven. Genau. Hier war die Schlucht. So, da brauchen wir noch ein paar Dinger. So. 1, 2, 3. Nochmal eben die. Und dann Right-Click mit dem Hammer. Und dann haben wir ihn doch. Da ist der Coke-Oven. Da habe ich ihn fertig. So. Und der braucht einfach nur Kohle, glaube ich, ne? Muss ja nicht nur Kohle da reinhauen. Genau. Wie viele Lungen ich schon habe, ne? Und irgendwelchen Viechers hier. Genau. Ja, stimmt. So, die Kohle brennt jetzt zu Coal Coke oder auch Koks genannt. Und wir kriegen dann noch dieses Öl, was wir brauchen, was ich brauche für die Windräder. Dann ach ja, genau. Dieses Cryo oder Creosoid Oil oder wie das heißt. Was ist denn hier mit dem Regen vor der Tür? Komm, geh mal weg hier. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da am Plätschern draußen die ganze Zeit? Mein Gott. Nerviges Volk hier. Nerviges Pack. So. Wir haben Eiswürfel gedroppt. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis wir das fertig haben. Aber ich kann ja schon mal. Hast du schon Eimer, ne? Nee. Gut. Dann bauen wir uns auch noch einen Eimer. Ich habe jede Menge. Ich muss jetzt nochmal gucken. Innerein. Windmill, da ist sie. Da machen wir dieses. Da Holz brauchen wir nämlich dieses Wood, genau. Da brauchen wir einiges von. Ich habe gerade schon einiges besorgt. Das heißt, 8 kriegen wir da raus. Wir brauchen immer 2 und 5 pro Blade, also 4 Blades. 5 pro Blade sind dann 20, ne? Also brauchen wir 20 Holz. Das heißt, wir brauchen 3-mal dieses Öl. Boah, jede Baumschule wäre stolz auf dich. 3-mal dieses. Jede Baumschule wäre stolz auf dich. Wieso hast du schön in Reihe und Glied gepflanzt? Nee, aber so viele. Ach so. Ja, Baumschulen sind ja immer. Ne, ist ja mal geil. Die sind ja immer genau in einer Reihe. Alles. Ja, stimmt. Aber jetzt baue ich sie nicht nochmal da. Ah, du hast Besuch. Oh. Aua, hey, 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 Kackviech. Mein Holz. Mann. Was? Jetzt habe ich schon wieder einen hier. Klaut mir Holz hier. Also ich habe fast 2 Stacks. Ja, alles gut. Holz brauchen wir immer, weißt du doch. Ja, ein bisschen doof, dass wir hier keine großen Bäume in der Nähe haben. So. Ja, gut. Ist ja, wir könnten theoretisch, obwohl, ne, das war ja gar nicht die Welt mit dem Dark Oak. Mit dem Wald. Nee. Wir hatten zwar 1000 Versuche, aber die war es nicht. Ne, aber gut, mein Gott. Das ist jetzt nicht so schlimm. Hier ist ein nacktes Schaf. Ja, ich weiß. Das ist deine Schuld. Wahrscheinlich. Gehe ich mal stark von aus, dass ich das war. Oh, da ist gerade ein Baum neben mir gewachsen. Ich gehe mal wieder. Hübsch. Wir brauchen aber noch ein paar Kisten, glaube ich, ne? Ja, brauchen wir auch, ja. Wir sollten auch unser Ding da gleich mal vergrößern. Dass wir vielleicht so ein kleines Räumchen noch ausheben, wo wir dann so einen kleinen Lagerraum bauen oder so. Warte ich nur wo, ne? Dahinter, oder was? Ja, ich würde sagen, wir bauen dann einfach ein bisschen breiter hier. Dass wir dann... Werden früher oder später eh die Kisten nochmal abreißen. Ja, ja, richtig. Dann reißen wir die Kisten einfach ab und stellen dann hier so ein paar Kisten mehr hin. So an der Wand dann, so, weißt du? So.
Haben wir schon, oh, ich habe schon Eimer. Sehr gut. So, die erste Fuge von dem Holz habe ich schon. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon wieder fleißig dabei. Ja, ja, richtig. Sehe ich auch gerade. warte. Ja, da die Zeit vergeht, hör mal, das ist echt schlimm manchmal. Das ist wohl wahr. Das ist wirklich so. So. Wir sind hier nochmal die Kisten hinstellen. So. Guck mal, jetzt können wir hier noch Kisten hinstellen und fertig. Hervorragend. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wird einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Guckt bei dem lieben Cerberus auch vorbei und wir beide sagen dann wieder bis zum nächsten Mal. Tschüssingen. Ciao.